Mein Name ist Hilde Leong. Ich bin seit 30 Jahren Architektin, habe ein Büro und dort ist meine hauptsächliche Aufgabe, in der Konzeptphase neue Ideen zu entwickeln. Das mache ich natürlich auch mit einem Team. Und wir haben ein großes Büro, was dann auch die Projekte umsetzt. Wenn man unsere Projekte sieht, ist eins nicht wie das andere. Denn eigentlich versuchen wir immer, einen Prototypen zu denken, und zwar der dem Ort angemessen ist und auch der Aufgabe. Es ist schon das Ziel, dass ein Haus eine besondere Aura hat. Und die eine Aura hat auch etwas mit Atmung zu tun. Manchmal kann einem der Atem wegbleiben vor lauter Erstaunen. Und es kann einem aber auch der Atem wegbleiben, weil man sich eng fühlt in einem Raum. Atmung im Raum erzeugt natürlich Feuchtigkeit. Und wenn wir zu abgedichtete Häuser haben, alles dicht von außen, Wärme gedämmt, dichte Fenster, dann kann es passieren, dass es viel zu feucht ist in einem Raum und dann entsteht Schimmel. Und Schimmel ist definitiv schädlich. Natürlich atme ich, seitdem ich auf dieser Welt bin, wie wir alle. Aber seit ein paar Jahren mache ich das auch viel bewusster, weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut. Wenn ich zu aufgeregt bin oder wenn es wieder kleine Katastrophen gibt, das passiert natürlich ständig in unserem Beruf, dann versuche ich sofort eine neue Ruhe zu bekommen und durchzuatmen. Da habe ich mir also meine Technik entwickelt und ich glaube, das rettet mich manchmal. Come, breathe with me.